Mit diesen drei Aktien hast du in den letzten Jahren dein Geld absolut verbrannt. Wir schauen uns in dem heutigen Video drei deutsche Aktien an, ja, die sehr, sehr stark gefallen sind. Und ich werde dir genau aufzeigen, wie auch du es vermeiden kannst, bei solchen Aktien dabei zu sein. Das kann natürlich sein, dass du ja jetzt hier merkst, hey, du hast die ein oder andere Aktie davon im Depot. Dann auch ganz, ganz wichtig, was ich dir mitgeben werde. Aber der Großteil der Leute, die hier zuschauen werden, hoffentlich ja, haben diese Aktien erstmal nicht im Depot und vor allem auch in den letzten Jahren nicht im Depot gehabt. Aber ja, du kannst daraus ganz klar aus diesem Video lernen, worauf du achten musst. Ja, weil wenn so eine Aktie mal extrem stark fällt, man während vielleicht 4, 5 Jahren 80%, 70%, 60% des Geldes verliert, was ja auch eine Sorge ist von vielen, vielen Leuten, das kann man vermeiden. Ja, das kann man vermeiden durch Prozesse, ja, indem man früh genug rausgeht, indem man sich Sachen anschaut. Und das sind jetzt drei verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Märkten und die haben jetzt nichts miteinander zu tun. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner und den werden wir heute besprechen. Wenn du darauf achtest bei deiner Analyse, dann wirst du deutlich ja, bessere Rendite machen und vor allem bei solchen Rohrkrepierern nicht dabei sein. Ja, die erste Aktie ist die Bayer. Und hier sehen wir auf jeden Fall der Chart. Das sieht nicht so wirklich schön aus. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal heute alles in Ruhe an. Wir sehen am Ende des Tages, ja, ist die Aktie sehr stark gefallen. Wir haben hier jetzt März 2015 hier oben das Top gebildet, ja, das Allzeithoch. Und daraufhin ist die Aktie dann wirklich über Jahre, ja, bis heute, fairerweise ist bis heute hier, um 80% gefallen. Also es gibt gar keinen rationalen Grund zu sagen, ja, aber ich glaube daran, bla bla bla. Fakt ist, wer in den letzten Jahren in die Bayer-Aktie investiert hat, der hat verdammt viel Geld verbrannt am Ende des Tages. Und ja, es gibt da keinerlei Gegenargumentation, wo man jetzt sagen kann, ja, aber so und so. Nein, man hat Geld verloren und das ist nicht das, wofür man in Aktien investiert. Ja. Es gab auch mal Phasen, wo diese Aktie sich ein bisschen besser entwickelt hat, aber in diesem Zeitraum, das ist ein Zeitraum von fast 10 Jahren, hat man mit der Aktie nur Geld verbrannt. Was ist jetzt bei dieser Aktie oder bei diesem Unternehmen, wie hätte man das eben sehen können, ja, dass man sowas, dass man vielleicht zu dem Zeitpunkt hier, hat man sich vielleicht die Aktie mal angeschaut und wie hätte man sehen können, Achtung, ich investiere nicht in das Unternehmen. Ja, da gehen wir jetzt mal in die Fundamentaldaten rein, weil ich finde es absolut unverantwortlich, wie manche Leute sich einfach hier nur einen Chart anschauen und ich bin mir sicher, während dieser Zeit haben Leute halt gesehen, oh, der Kurs von Bayer, der geht ja richtig schön nach oben, ja, haben sie vielleicht hier die Aktie auch mal entdeckt, haben dann gesehen, boah, ja, das ist ja wirklich ein schönes Momentum, super, der Chart sieht da schön aus und aufgrund von diesen Sachen investieren sie dann und denken dann, oh, das geht jetzt hier für immer so weiter. Merken dann aber nicht, ja, dass sie hier ihr Geld wirklich nachhaltig verbrennen. Ja, das heißt, wichtig ist, du musst dir die Fundamentaldaten von einem Unternehmen anschauen. Und da gehen wir doch einfach mal ins Jahr 2015 rein und wir schauen uns das jetzt einfach mal ein bisschen näher an, was die Entwicklung angeht. Ja, und da sehen wir 2015, 2016, 2017, ja, das war ja quasi auch so der Zeitraum, wo es dann angefangen hat zu bröckeln. Und was erkennen wir denn hier in den Fundamentalzahlen? Wir sehen auf jeden Fall, dass, ja, ich sag mal hier, der Umsatz, ja, hier anfängt auf jeden Fall nicht mehr in die gewünschte Richtung zu gehen. Ja, also wir sehen hier 46 Milliarden, ja, hier ein ganz leichter Anstieg und dann auf jeden Fall hier ein relativ starker Umsatzrückgang. Ja, also man konnte halt während diesen drei Jahren schon sehen, oh, fundamental ist das Unternehmen nicht mehr, also es ist auf jeden Fall so, dass es schwächelt. Dementsprechend sehen wir auch, dass sich natürlich auch hier auf den Gewinn ausgewirkt hat, ja, also auch hier sehen wir, dass das Ganze nicht mehr so stark gewachsen ist. Man muss sagen, der Gewinn, ja, von 2016 auf 2017, der ist noch mitgestiegen, ja, aber trotzdem immer ein Alarmsignal, wenn der Umsatz zurückgeht, dann haben sie halt hier nur diesen Gewinn erwirtschaftet, wahrscheinlich weil sie in dem Jahr sehr, sehr viele Kosten eingespart haben und das ist aber kein positives Zeichen. Und dann ein Jahr darauf, 2018, sehen wir, okay, der Umsatz, der geht wieder leicht nach oben. Was ist dann passiert? Gewinn hier wirklich sehr, sehr stark eingebrochen, ja, und dann wir sehen, da ist gar keine Linie zu sehen. Also alleine, wenn man sich nur diese Grafik anschaut, sieht man, okay, was den Umsatz angeht, ja, ist das hier eine Achterbahnfahrt. Also wenn du dir das mal anschaust, wünschst du dir, ein Unternehmen zu besitzen, was solche Umsatzschwankungen hat? Eher nein. Ja, also ich sag mal, im optimalen Fall, ja, bei einem fundamentalen guten Unternehmen, dann sollte das schon so aussehen, es kann mal gewisse Schwankungen gehen, aber der Trend sollte nach oben sein. Ja, und hier, wenn wir uns jetzt mal das Jahr 2024 oder 2023 mal anschauen, ja,
hier 47 Milliarden, also das heißt eigentlich seit Jahren haben wir hier vom Umsatz überhaupt gar kein Wachstum, null. Also es geht überhaupt nicht nach vorne, das Unternehmen schafft es nicht, während einem 10-Jahres-Zeitraum mehr Geld zu verdienen, mehr Geld einzunehmen. Das ist, also ist nicht mal schwer zu sehen und das ist halt so ein Grundproblem, was sich hier abzeichnet. Natürlich kam da noch der Skandal von Bayer und so weiter, aber auch unabhängig davon ist das hier keine klare Linie, die zu sehen ist. Das heißt fundamental rein, ja, von dem Geld, was reingeht, rausgeht, die Entwicklung, das Wachstum, ist das halt kein gutes Unternehmen. Ja, das sieht man halt hier schon. Dann kann man sich natürlich auch mal die Verschuldung anschauen und einfach mal gucken, wie sieht es denn da aus. Ja, da sind wir auch, wenn wir uns das mal hier anschauen, den Verschuldungsgrad, da ja, sind wir immer noch in einem Bereich, wo es in Ordnung ist. Ja, ich sage immer so, Verschuldungsgrad maximal bei 4. Ja, das heißt ja quasi hier, diese Kennzahl bedeutet im Endeffekt, dass man ja eben die Schulden ins Verhältnis setzt zum EBITDA. Ja, und hier sehen wir auf jeden Fall, dass das Ganze hier teilweise auch während diesen Jahren in einer sehr, sehr hohen Spanne auch ist. Ist alles noch machbar, aber man sieht auf jeden Fall, dass fundamental nicht das sauberste Unternehmen ist. Ja, und vor allem hier von der ganzen Entwicklung, ja, auch vom Cashflow her, das ist alles sehr, sehr schwankend. Und das ist ja nicht das, was wir haben wollen. Ja. Und ja, wenn man dann, ich sage jetzt mal, während diesem Zeitraum hier mal fairerweise sich die Zahlen auch beobachtet hätte, dann hatte man genug Zeit, um auch durch Prozesse rauszugehen. Ja, weil nehmen wir mal an, du wärst, weiß ich jetzt nicht, bei Bayer hier irgendwo eingestiegen, vielleicht hier irgendwo, ist ja egal, hier irgendwo, bevor es runterging, dann hattest du hier einen Zeitraum von 2014 bis 2016, wo du dir überlegen hättest können, das Ganze sieht fundamental nicht mehr so gut aus, weißt was, ich ziehe die Reißleine, ja, und ich verkaufe diese Aktie in diesem Zeitraum. Ja, also das hier war wirklich, kann man auch gerne mal hier festhalten, ja, eine Verkaufsmöglichkeit während 2 Jahren. Ja, also da kann mir niemand erzählen, ja, aber es ist so schnell gefallen, ja, es ist so verrückt und schnell gewesen und ich musste dann diese 80% mitnehmen. Nein, null. Und dann hättest du auch hier spätestens gemerkt, ja, 2016, dann hättest du genau dir das anschauen können, was ich mir auch angeschaut habe. Und das ist nicht mal tief, das ist einfach nur rein oberflächlich. Dann siehst du halt alles klar, es geht ja in eine Richtung, die nicht mehr so gut aussieht. Ja, das Ganze, ja, könnte man halt eben abstoßen, weil es gibt durchaus bessere Unternehmen. Ja, zu der Zeit hättest du ganz viele andere Unternehmen kaufen können. Und das heißt, hier hast du wirklich lange, lange Zeit. Selbst wenn wir das Ganze ausdehnen und sagen, alles klar, ja, wir dehnen das wirklich aus bis 2019, dann hättest du immer noch, wenn du hier ganz oben gekauft hättest, hättest du halt nur 40%, was auch schon viel ist, aber hättest nicht 80% deines Geldes verloren. Ja, also selbst im Worst Case hast du ja Jahre genug Zeit gehabt, um da rauszugehen. Das heißt halt, wir halten schon mal fest, du brauchst einen Kontrollprozess bei deinen Aktien, ja, weil natürlich hier, ja, hat es Sinn gemacht, Bayer zu kaufen, das hier mitzunehmen. Was hat man da an Rendite gemacht, wenn man hier irgendwo eingestiegen ist? Super Performance, super Aktien zu der Zeit, aber du brauchst Kontrollprozess und deswegen ist dieses Buy and Hold auch völliger Schwachsinn. Das sehen wir an der Aktie hier, das ist kompletter Blödsinn. Ja, weil du hier einfach massiv dein Geld verbrennst und wenn du irgendwo eingestiegen bist, nicht frühzeitig ausgestiegen bist, dann hast du massive Verluste da, auf die du jetzt sitzen geblieben bist. Ja, das ist das erste Unternehmen, was ich dir jetzt zeigen will. Das heißt, hier sehen wir, wie wichtig die fundamentalen Daten sind. Weil hätte Bayer jetzt, ich sag jetzt mal, würde das bei Bayer anders aussehen vom Umsatz her, ja, schöne stabile Richtung, oder wäre hier mal runtergegangen und dann hätte es sich erholt, dann wäre garantiert die Aktie, ja, hier irgendwann gedreht, ja, man hätte dann hier wieder einen Aufwärtstrend auch gehabt, ja, und dann ist das Ganze auch wieder in Ordnung. Das heißt, also von den rein fundamentalen, ja, wenn du ein schlechtes Unternehmen hast, ja, dann ist sowas hier irgendwann unabdingbar. Warum? Weil Aktienkurs zieht sich also ist magisch zu dem, was das eigentlich dahinter steckt, was es wert ist. Und das ist halt eben das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen schlecht wirtschaftet, dann steigen immer mehr Anleger aus. Ja, dann sieht das dann eben aus wie hier, was natürlich nicht so schön ist. Gleiches Spiel, ja, bei BASF beispielsweise. Hier sehen wir auch, es gab mal eine Zeit, ja, da konnte man mit der Aktie sehr, sehr schön Geld verdienen. Also es gab eine Zeit, da waren Anleger sehr, sehr happy. Aber auch hier, ja, das Top wurde hier gebildet im Januar 2018. Ja, und selbst hier, wenn man auch 2015 eingestiegen ist, was wäre dann mit seinem Geld passiert? Bis heute hätte man die Hälfte seines Kapitals verloren. Auch wieder in einem Zeitraum von fast 10 Jahren hast du mit dieser Aktie kein Geld verdient. Und jetzt kommt mir nicht in den Kommentaren mit, ja, aber die Dividende wurde ausgezahlt. Ja, das stimmt, man hat Dividende kassiert bei diesen Unternehmen, auch bei Bayer teilweise. Aber come on, du hast trotzdem all in all, sitzt du auf einem großen Verlust
Und selbst hättest du in irgendeinen stinklangweiligen ETF genommen, hättest du mehr Geld verdient als in diesem Desaster. Ja, also man kann sich sowas nicht mit Dividenden schönreden, weil all in all zählt die Gesamtrendite und nicht die Dividendenrendite. So. Und auch hier sehen wir, ja, dass das Unternehmen erstens natürlich auch, oder die Aktie, ja, hier in einem Abwärtstrend seit Jahren drin verharrt. Und auch hier schauen wir uns jetzt mal die fundamentalen Daten an. Ja, und rein oberflächlich sieht das wieder sehr, sehr ähnlich aus wie bei Bayer. Wir haben hier keine Richtung, Umsatz geht nach oben, nach unten. Ja, also es ist hier wirklich komplett unklar, wo es hingehen soll. Die Gewinne schwanken. Ja, und da sehen wir auch hier während den Jahren 2015, ja, sehen wir auch 70 Milliarden Umsatz, dann auf einmal 57, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder runter. Es ist überhaupt gar keine klare Linie zu sehen. Also Umsatz ist schon extrem am Schwanken. Natürlich, es ist irgendwo ein zyklisches Geschäftsmodell, aber es ist einfach so, dass da keine klare Linie mehr zu sehen ist. Ja, da werden mal Gewinne gemacht, dann wird es mal wieder weniger, wieder mehr. Ja, es ist einfach völlig unklar. Ja, auch hier können wir uns mal den Verschuldungsgrad anschauen. Das ist im Rahmen. Ja. Aber trotzdem ist das fundamental kein Unternehmen, wo ich sage, boah, das ist richtig top, das schmeckt. Ja, fundamental ein gutes Unternehmen beispielsweise, können wir uns auch mal anschauen. Nehmen wir uns einfach mal Apple als Beispiel. Da gucken wir uns jetzt mal die Finanzkennzahlen an. Ja, da sehen wir, oh, ja, das sind auch gewisse Schwankungen, aber da ist zumindest der Trend in eine Richtung. Ja, also natürlich sind hier Schwankungen da. Ja, also hier sind Schwankungen da, aber du siehst, der Umsatz, das ist ein Aufwärtstrend und kein seitlicher und dann wieder komplett schlecht. Ja, noch besseres fundamentales Unternehmen ist zum Beispiel Lotus Bakeries. Die machen Kekse und achte jetzt mal auf Folgendes, wenn man sich den Chart anschaut, ja, hier, langfristig, was macht der Chart? Der macht eine Rallye nach oben, ja, seit Jahren und jetzt gucken wir uns mal die fundamentalen Zahlen an. Vielleicht erkennen wir da auch den Aktienkurs drin. Oh, auch eine Rallye nach oben, also du siehst Umsatz kontinuierlich nach oben, Gewinne kontinuierlich nach oben und da spiegelt sich das dann auch in der Aktie. Deswegen verstehe ich auch nicht die Leute, die sagen, ja, Fundamentaldaten beim Investieren ist egal. Das ist überhaupt nicht egal. Am Ende ist es genau das, was zählt. Ja, weil wir sehen ja auch bei Varta, das war's, das ist Feierabend. Wenn du nicht auf die fundamentalen Daten achtest, ja, in Kombination mit dem Chart, dann ist das eine kritische Sache. Ja, und hier genau das Gleiche. Ja, also fundamentale gute Unternehmen, sehen wir ja, das entwickelt sich dann schön. LVMH, auch fundamental stark. Wir gucken uns erst den Aktienkurs an, ja, im langfristigen, da sehen wir auch, schöne Fahrt nach oben. Und da gucken wir uns jetzt mal auch die Zahlen an. Normalerweise müssten wir jetzt auch sehen, schöne Fahrt nach oben. Hier hatten wir die Corona-Krise, aber trotzdem, alles in allem können wir hier eine schöne Linie nach oben ziehen. Beim Gewinn genauso. Es entwickelt sich. Ja, und das ist eben die Basis für steigende Aktienkurse. Und das ist eben bei diesen Unternehmen, die ich jetzt gerade gezeigt habe, nicht der Fall. Hier sehen wir auch noch ein weiteres Paradebeispiel. Ja, HelloFresh im Top. Von Top bis heute 92% minus. 92% minus, ja, und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt eingestiegen sind in der Euphorie, oh, HelloFresh, super, das ist das nächste Ding, ja, und auch hier gibt es wieder Leute, die extrem viel Geld verdienen konnten, während der Corona-Krise konntest du dein Geld damit mehr als verzehnfachen, aber auch hier gibt es wieder genug Leute, die keine Prozesse haben, die nicht wussten, hey, wann gehe ich raus, wann ist auch mal Feierabend bei diesem Unternehmen, und auch hier werden wir sehen, ja, dass es eine Zeit gab, und jetzt guck dir das mal an, 2018, 2019, 2020, 2021, da war das Unternehmen fundamental sehr, sehr stark und während dieser Zeit konntest du auch mit dieser Aktie sehr, sehr viel Geld verdienen, ja, sehr, sehr viel. Und dann fing es an, ja, zu bröckeln, ja, hier wurden die ersten Gewinne gemacht, dann fing es an zu bröckeln, dass der Umsatz stagnierte und der Gewinn hier rückläufig war. Und was ist dann passiert? Ja, genau das, was man jetzt hier sieht im Aktienkurs, das Ganze hat dann eben angefangen hier wirklich stark zu korrigieren. Also man kann hier genau erkennen den Zusammenhang zwischen dem Abverkauf, ja, und dieser fundamentalen Schwäche während dieser Zeit hier. Ja, und deswegen, der Gewinn bleibt jetzt hier auf der Strecke. Umsatz ist halt nicht mehr so das Wachstum. Man könnte jetzt sagen, ja okay, aber es ist ja trotzdem immer noch ein Umsatz da, der hoch ist und hier ist ja auch stark gewachsen. Das Problem ist nur, hier, ja, war ein unfassbares Wachstum. Die Erwartungen waren halt vom Markt, das geht jetzt so weiter. Deswegen ist diese Aktie dann halt eben auch so stark hier gestiegen, weil die Erwartungen hoch waren. Und dann zu dieser Zeit hier sind die Erwartungen einfach gebröckelt, angepasst worden. Und dann hast du auch wieder hier in einem Zeitraum von 2021 bis Ende 2021 hast du auch wieder genug Zeit gehabt, um hier deine Gewinne mitzunehmen, ja, um hier aus diesem Abverkauf rauszugehen. Und spätestens, sage ich jetzt mal hier, da hätte man sehen müssen, oh, 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 das Ganze geht in einen brutalen Abwärtstrend rein, das Unternehmen fängt sich nicht mehr. Und da siehst du halt,
diese Sorge, hey, mit Aktien so viel Geld zu verlieren, die ist unbegründet, wenn du weißt, was du tust. Wenn du weißt, was du tust, dann hängst du jetzt nicht hier irgendwie mit 90% Minus drin, ja, sondern hast du Prozesse, wo du dann immer wieder siehst, alles klar, ich gucke mir die Aktie an, ja, ich gehe gegebenenfalls raus, auch mit Minus. Also es wäre doch durchaus besser gewesen, wäre man jetzt so verrückt gewesen, man hätte hier gekauft, was absolut von der Bewertung gar keinen Sinn gemacht hat. Aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt hier irgendwo gekauft, ja, dann hättest du ja lieber irgendwo hier mit 30% Minus verkauft, hättest gesagt, alles klar, ich erkenne hier, es macht Sinn, hier rauszugehen. Wärst dann rausgegangen, hättest du diesen ganzen Schmerz, der dann gekommen ist, hier unten gespart, ja, und hättest dann halt ein bisschen Geld verloren, nicht dein ganzes Geld. So. Deswegen achte einfach darauf, dass du fundamental starke Unternehmen hast. Du brauchst fixe Sachen, die du dir anschaust. Du musst ganz klar für dich eben auch sehen, was für Kriterien hast du, was schaust du dir an, wie sieht deine Analyse aus. Wenn die nicht passt, dann kann ich dir eine Sache sagen, dann wirst du mit Aktien niemals gutes Geld verdienen. Ja, vielleicht mal eine Zeit lang, vielleicht mal ein, zwei Jahre, ja, aber auf lange Sicht wirst du auf jeden Fall immer wieder Probleme haben. Das heißt, wenn du erfahren willst, wie du das Thema Aktienanalyse Schritt für Schritt nach einem roten Faden meistern kannst, dann melde dich jetzt gerne für ein kostenloses Strategiegespräch unter www.mxrode.com. Den Link, den findest du auch hier unten in der Videobeschreibung. Melde dich da jetzt gerne und wir sprechen in den nächsten Tagen. Bis dahin.